Moin Moin und willkommen zurück zu unserer FIFA 17 Karriere mit dem SC Freiburg. Spieltag 13 erwartet uns heute am 2. Dezember gegen den SV Werder Bremen. Zuvor der Monatsbericht aus der Jugendmannschaft. Meier bis 93, okay. Ne, Zauber bis 94, scheiße, jetzt kannst du mal der junge 17-Jährige. Kriegt Grüne bis 91 und 65er Gesamtwert, okay, das ist gut. Elbrecht bis 82 bis 88er Potenzial und 60er Gesamtwerting aktuell, auch das ist okay. So, dann das Naturtrainerangebot von Ägypten, was wir ablehnen. Dann haben wir einen neuen Monat, liebe Freunde, das heißt, wir werden mal schnell in den Team über Teambericht hinein schauen. Schwolo plus 1, okay, Sieg. Ich schneide plus 2, 77 Gesamtrating, noch ohne Saueinsatz. Pascal Schlenzel mit einer 64. 69 Kübler, alles weit eigentlich verbessert. Koch, der Föhrenbach, kann mir wahrscheinlich nicht verbessert, genauso wie Meffert. Kerk plus 1, der Vertrag läuft aus, okay. Blut nicht wirklich. Gondorf hat sich nicht verbessert. Leim hat sich verbessert. Harit hat sich noch verbessert. Hat sich verbessert. Huber hat sich auch verbessert. Potenzial im Kader. Murk, Ladeli, Haberer, Ishak plus 1 ist verliehen. Ist dann 5 Tore verliehen. 12 einsetzen. Ist okay. Köpke mit 13 Scorern. Unser Bester. Brian Palau mit 2 Scorern. Soweit der Teambericht an sich okay. Und damit gehen wir rein. Schon am Bremen jetzt. Ich habe in der Taktik bis was gebastelt. Heute in 4-3-3 offensiv. Wir heute in Rot-Schwarz. Bremen in Grün und Weiß. Bei uns von Anfang an Schnudo im Tor. Stenzel rechts zu Jünschi. Nettenverteidigung. Günther hinten links. Dann die beiden zentralen Mittelfeldspieler mit Abrashi und Gondorf, die sich eher defensiv orientieren sollen. Leimer dann da der offensivere der drei. Harit links, Köpke im Sturm und Ishak rechts außen. Parallel heute Nürnberg gegen Köln, Hamburg gegen Leverkusen, Augsburg gegen Hoffenheim und Hannover gegen Hertha BSC Berlin. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Auswärtsspiel nach Bremen. Gondorf beim Freistoßtraining. Er ist knapp. Schade. Ist der besser? Ja. Aber gut, wir gehen rein. Und damit willkommen aus dem Weserstadion in Bremen. Wo wir heute, ja, um Wiedergutmachung bemüht sein werden, denn nach dem 1 zu viel letzte Woche in Dortmund, gegen Dortmund zu Hause. Es ist heute ganz klar zugehörig. Mit der Barkley sehe ich da den Kapitän der Bremer. Schöne Choreografie hier in der Ostkurve zu sehen. Und dann schauen wir mal, was wir noch haben. Immer die Tabelle. Wir sind Schalke. Wir auf 6, Bremen auf 11. Also mit einem Sieg könnte der SV auf 8 Punkte kommen. Könnte also ein bisschen an uns ranrutschen. Ist das Finn Bartels da? Erstmal hier Shake Hands. Und dann Barkfrede, Wolf, Caldirola sehe ich da. Sané sehe ich da. Petro Wehr.
Hector Henrique müsste das sein. Ist das ein Bartels, glaube ich, ist das da Mitte. Jetzt sehe ich Delaney, Petzos, Gnabry. Das ist hier noch keins, glaube ich. Also, da würde ich sagen, schon in A-Besetzung. Die Aufstellung: Wolf, Gregor Sané, Pedro Henrique, Barkley, Bartels, Delaney, Petzos, Gnabry, T und Johansson in einem 3-1-4-2-System. Also, ähnlich wie wir. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein. Willkommen in Bremen. Auf geht's. Bremen in Grün-Weiß. Von links nach rechts. Bartels. Die Roller. Köpke. Nee. T nach außen. Bartels. Gegen Günther, der sich so einfach stehen naschen lässt. T. Backfrede. Bartels quer. Oh, erstes Riesending. Und geblockt. Petzos aus der Distanz. Ui. 4 Minuten rum. Und das erste Riesending für Werder. Eckball sogar. Kommt von Delaney. Soyuncu, vielleicht gibt es 11 Meter. Soyuncu soll da wohl irgendwie mit der Hand oder einem Foulspiel dabei gewesen sein. Nach 5 Minuten, Aaron Johansson tritt an zum Elfmeter für den SV Werder Bremen. Johansson gegen Schwolo. Johansson an den Pfosten. Und Gondorf klärt. Köpke. Konterchance. Leimer. Köpke. Leimer, Ishak. Stenzel. Abraschi. Günther. Setzt sich durch. Günthers Flanke, aber die ist zu schwach. Wolf ohne Probleme. Wolfs langer Ball. Die, was ist denn das? Bargfrede. Petzos, guter Ball nach außen. Bartels. Günther ist da. Blockt. Nächster Eckball für Werder. Auch der kommt von Bartels. Delaney, Latte. Gondorf. Die Bremer. Und der Sportclub kriegt den Ball nicht geklärt. Das gibt's doch gar nicht. Sané. Delaney. Bartels. Abraschi. Die Einwurf Freiburg. Viertelstunde rum und Werder macht hier deutlich die Musik. Gondorf, Stenzel, Ishak, Gondorf, Bargfrede, Abraschi, Gondorf, Köpke, Abraschi, Günther, hier ist Tackling und Bremen Ballbesitz. Henrique, Delaney, Bargfrede, Caldirola, Gnabry. Was macht ihn? Viel zu einfach abhängen. Und ist doch dazwischen. Johansson zu Günschi klärt zum Einwurf. Einwurf Werder. Johansson, Gnabry, Johansson. Scholo. Und er wird angegangen. Freistoß. Nach gut 20 Minuten. Kurzer Ball auf Lina, der den Ball verliert. Soyuncu. Boah. Harit. Abraschi, T, kein Foul. Der Brachi hat ihn noch verletzt. Das ist bitter. Soyuncu. Wohin? Köpke. Ah, schlechter Ball. Bargfrede. Petzos, T, nach Außensplatz, Gnabry. Aber der Sport kriegt es nicht gut geklärt, Delaney. So, Leimer. Köpke, Harit. Köpke, Caldirola dazwischen. Lever Bargfrede über T.
Gnabry, Stenzel dazwischen. Isak, Köpke, durchgesteckt. Gondorf, Ball in die Mitte. Köpke kommt nicht ran. Isaks Ablage, Gondorf nochmal hinten rum. Abraschi, ah, Ballverlust. Gnabry. Delaney. Lienhardt dazwischen. Köpke. Leimer. Pascal Köpke. Sané klärt. Eckball. Nach gut 35 Minuten hier der erste Eckball für den Sportclub. Aus Freiburg. Schwolo im Fokus. Ball. Willkommen. Koray Günther. Eckball kommt mit links. Etwas vom Tor weg jetzt. Delaney. Köpke nicht da, aber Günther. Und Leimer. Isak, der junge Schwede. Der Abschluss von Leiner Wolf. Zur Stelle. Armin Harit, Wolf, Harit, au, der Ball war auch nicht gut und dann gibt es wohl den, nächsten Eckball, ja, so, jetzt die Ecke mal, Christian Günther mit links. Christian Günther, Lienhardt, aber Wolf ohne Probleme. Langer Ball, Achtung, da hinten, aber guter Kopfball, Isak und Gondorf, auch der hat ja mal in Bremen gespielt. Erster Ball, zweiter Ball, Köpke setzt sich da irgendwie durch, der Ball kommt zu Leimer. Und der gegen Sané kann sich nicht durchsetzen. Die Stenzel dazwischen. Gondorf. Da ist Isak. Abraschi. Köpke. Abraschi. 1-0 Sportclub. In der Nachspielzeit. Wie aus dem Nichts macht Amir Abraschi hier das 1-0. Wird stark bedient von Leimer. Und Abraschi damit dem 1-0. Und irgendwie... Ja, es ist unverdient, würde ich sagen. Denn Bremen hatte in den ersten 20 Minuten hier deutlich die Überhand und hätte dort auch in Führung gehen können, wenn nicht sogar durch den Meter von Johansson eigentlich müssen. Aber gut, wie reagiert Werder jetzt darauf? Bartels ist mal stark gemacht. Bartels, Flanke kommt, Stenzel klärt. Nachspielzeit läuft noch. Pedro Henrique. Nochmal Gnabry. Zu einfach. Zu Jönschü. Lässt sich rausziehen. Und Johansson. Schwolo ist da, weil sich Günther, glaube ich, war es. In der Mitte verschätzt. Dann ist da Eckball. Delaney. Eckball. Kommt, aber klar, Schwolo ist da und der hat jetzt Zeit. Und dann ist hier Halbzeit im Weserstadion und Freiburg führt 1-0 gegen Werder Bremen. Nürnberg gegen Köln 1-1, Hamburg nicht 0-1 hinten in Leverkusen, Gladbach Schalke später noch, Hoffenheim 0-0 gegen Augsburg und Berlin 1-0 gegen Hannover. So, wir werden vom System her etwas defensiver stellen, auf ein 4-3-3 halten. Werden auch dann entsprechend die Anweisungen mitgeben. Stenzel ruhig hinten bleiben. Günther auch ruhig hinten bleiben. Gondorf Passwege zustellen.
Manndeckung und hinten bleiben. Dafür ruhig aggressiv. Genauso. Abrashi energisch. Leimer. Oh. Bleiben aber alle Freiheiten und normal. Okay, defensive verstärken. Außen bleiben und ausgewogen. Und für Flanken mit in den Strafraum. Köpke zentral. Unter Druck setzen. Energisch. Ishak defensive verstärken. Außen bleiben. Für Flanken mit in den 16 Meter Raum. Dann die Taktiken. Rechte Ecke. Günther. Linke Ecke Harit. Und dann gehen wir rein in den zweiten Durchgang hier in Bremen. Auf geht's. Brashi, Stenzel. Ishak. Dorn soll mit dem Ball gewinnen, aber Söhnschi hat mit aufgepasst. Wichtig. Gondorf. Günther. Harit. Gondorf, Köpke, Ishak, Stenzel, Ishak, Abrashi, Harit. Sage, dass eben jemand nach vorne kommen soll, aber Schwolo ohne Probleme. Günther. Abrashi zurückgelegt, Linard, Gondorf, Leimer, Ishak, Zell. Guter Ball für Ishak, der setzt sich im Laufduell durch, schneller als Petro Henrique. Ishak, Petro Henrique stoppt ihn, aber es gibt den Freistoß, oder? Und Ishak ist angeschlagen, gibt Eckball, ja. Der Ishak ist angeschlagen. Und Günther nimmt sich den Ball zum Eckball. Also von der rechten Seite. Günther mit links zum Tor hin gezogen. Wolf ist da nach dem Kopfball. Achtung, jetzt natürlich. Macht das gut, bleibt da vorne stehen, macht den zu wichtig. Johann, mit dem Kopfballduell. Delaney. Bartels, das ist viel zu einfach. Bartels Flanke, Lienhardt klärt per Kopf zum Eckball für Werder. Eckball kommt, Leimer klärt. Caldirola, gut gemacht, T. Nochmal Caldi. Roller! Bist du verrückt? Die Italiener mit dem Ausgleich 1-1. Luca Caldi Roller. Dann zieht er hier einfach mal ab. Saisontor Nummer 1 wahrscheinlich, oder? Ja. Nach gut einer Stunde. Da ist Ishak wieder mit dabei, aber halt noch angeschlagen. Harit mit der Hacke. Stenzel geht da vorbei. Stenzels Flanke ist dann aber zu schlecht. Um hier Druck auszuüben. Abstoß Wolf. Gondorf Johansson. Petzos, Wagfrede, Truenrique, Kainz. Oh, Köpke gut gemacht. Gondorf, Köpke. Truenrique gewinnt den Ball. Delaney. Gut Screw gemacht. Langer Ball von Truenrique. Und was für ein Ball! Bartels kriegt ihn nicht mehr ganz unter Kontrolle. Ishak ist immer noch angeschlagen. Doppelwechsel. Gondorf raus.
Meffert rein. Poyan Palo dann jetzt vorne für Ishak als Stürmer, um da vorne wirklich jetzt nochmal Stürmer für Stürmer zu bringen. In der Europa League. Bremen in der Europa League gegen Athletic Bilbao unter der Woche hier zu Hause. Auch das könnte ein schweres Spiel werden. Wir werden. Ball Schwolo schlägt den Ball lang. Kruse kommt dafür Tibor Werder in die Partie. Bartels. Delaney. Kruse. Petzos. Kruse. Otto Hansson. Pfosten. Kainz. Schwolo. Zügünschü. Abrashi. Poyan Palo. Auf Köpke. Auf Poyan Palo. Und der ist schnell. Und der ist schnell. Vitor Henrique, Entschuldigung, sind wir kurz gestört worden. Bargfrede. Johansson. Stenzel dazwischen. Poyan Palo. Abrashi. Ah, schade. Sané. Meffert. Harit. Nee, Bargfrede. Und dann Leimer mit dem Foul-Freistoß für Werder. Kruse, schnell ausgeführtes Freistoß. Delaney. Meffert. Köpke. Abrashi, da ist jetzt Platz. Da ist jetzt richtig Platz für Joel Poyan Palo. Der macht das stark und wird von Petro Henrique doch noch gestellt. Und wird nochmal gestellt. Poyan Palos Flanke. Sané. Jan Palo. Ablage gut gemacht. Nochmal zurückgelegt. Amrashi. Leimer. Harit. Oh. Bartels dazwischen. Und jetzt Werder. Johansson. Delaney. Abrashi dazwischen. Köpke. Aber gegen Delaney ist da im Moment kein Durchkommen. 9 Minuten noch. Sané. Delaney. Bartels. Bartels. Köln-Nürnberg 2-2. Johansson. Stenzel. Kruse. Kainz gegen Günther, der mir heute überhaupt nicht gefällt. Da Flanke kommt. Gut geklärt. So, Meffert. Bargfrede gewinnt den Ball. Delaney. Meffert gut. Leimer. Poyan Palo mit dem Ball, aber nicht gut genug in dieser Szene von ihm. Zügünschü ist nicht nah genug bei Johansson. Abrashi nochmal geklärt. Petzos. Johansson nochmal dazwischen. Poyan Palo klärt nochmal zum Eckball. 2 Minuten noch. Eieieiei. Abrashi muss auch raus. Völlig ausgepumpt. Huber kommt. Nochmal Eckball. Delaney. Zweiter Ball. Eggestein gekommen da beim SV Werder. Schwolo, Nachspielzeit läuft. Langer Ball. Jan Palo. Köpke. Leimer. Köpke. Hat plötzlich Platz. Da ist plötzlich Harit. Und Caldirola klärt in höchster Not. Und dann ist hier Schluss. Und Bremen und Freiburg trennen sich. 1-1. Nürnberg, Köln 2-2. Hamburg verliert 2-0 in Leverkusen. Augsburg 1-1 Hoffenheim. Und auch Hannover gegen Berlin 1-1. An diesem zweiten
Dezember. Der Punkt hilft uns eigentlich nicht wirklich weiter. Wir gehen rein. Und schauen mal, was wir im Training herausarbeiten. Schmidt mit einem C verbessert sich. Wunderbar. Der Meier verbessert sich. Das gefällt mir auch. Grüne verbessert sich. Leimer auch. Und Albrecht ebenfalls. Das ist okay. Dann möchte ich mal ganz gerne etwas nachschauen. Kann Schmidt links verteidigen? Nein, nur innen. Verdammt. Dürrenbach links, Kübler rauf. Das ist bitter eigentlich, aber okay. Dann gehen wir rein ins Büro. Wir haben zwei Nachrichten. Zum einen als Abschlussbericht zu Suri. Gestauchter Knöchel, 3 Wochen fällt Ishak aus. Meier, ist das die Option für ihn, sich hochzuziehen? Ich glaube noch nicht. Erstmal würde ich sagen, gehen wir noch ein paar Tage voran. Warten, bis der letzte Spieltag abgeschlossen ist, was da jetzt ist. Dann möchte Stenzel über sein Gehalt sprechen, bitte. Geht die Büro und geht da schon mal Nachrichten. Erstmal die Scouts-Abschlussberichte, die interessieren euch nicht. Das Scouting-Update schon eher. Bis 90, Grüne, okay, nichts für uns. Albrecht, nichts für uns. Zimmermann, nichts für uns. Frank Richter, okay. Rot. Björn Vogel, nichts für uns. Baumer, nichts für uns. Lennart Roth, wenn der wirklich alles spielen könnte in der Defensive, wäre er mit 17 vielleicht eine Option. Verpflichten ihn mal, mal gucken. Richter bleibt manchmal im Bericht drin. Dann möchte Stenzel über sein Gehalt reden. Auch das machen wir noch schnell. Aber vorher schon mit der Jugendakademie, denn da ist Lennart Roth, der Innenverteidiger. 50er Sandstelling aktuell. Okay, müssen wir auf jeden Fall nochmal trainieren, definitiv. Ich frage ist halt. Meier. Im 4-3-3. Wäre er eine Option? Oder ist Zauner da vielleicht eher noch eine Option, der 17-Jährige? Ich versuche mal Meier nochmal einen Vertrag anzubieten. 4 Jahre. Erstmal. Ich stecke gar nicht rum, du kriegst gleich mal 1000, ist egal. Und auch Zauner wird ein Vertrag angeboten. 3 Jahre. Auch du kriegst 1000 Euro. Und Stammspieler. So. Dann wollte Herr Stenzel noch kurz über sein Gehalt sprechen. Auch das machen wir noch schnell. Sortieren wir mal. Stenzel, 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 Stenzel. Oh. 12. Der will wahrscheinlich 15, oder? Ja. Aber er will keine Gehaltsverhandlung. Ob es jetzt gleich 17 ist, egal. 10%. Du wirst wichtiger Stammspieler. Dafür verlängerst du aber auch für 1 Jahr, oder? Was hältst du davon? Ha? Ich fände es gut. Sagen, beende ich an dieser Stelle den Part. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Bleibt gesund. Haut rein. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. 5:14 gegen Wolfsburg. Bis dahin, haut rein und ciao.